Sie sind hier 8. Januar 2019, Update um 23.54 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, die Slowakin Petra Vlhová gewann den Slalom in Flachau Heberrecht. Getty Images Update: Erstmals in diesem Weltcup-Winter hat Skikönigin Michaela Schifrin im Slalom das Nachsehen. Petra Vlhová entreißt ihr mit einem starken zweiten Lauf den Sieg. Skirennläuferin Christina Geiger hat 4 Wochen vor der WM im schwedischen Aare erneut eine starke Leistung gezeigt. Beim Weltcup-Slalom im österreichischen Flachau belegte die Oberstdorferin 3 Tage nach einem 5. Rang beim Rennen im kroatischen Zagreb, diesmal Rang 6. Ich war so überrascht im Ziel, ich hatte ja doch den ein oder anderen Fehler. Als ich gesehen habe, dass ich 1,15 Sekunden vorne bin, habe ich die Welt gar nicht mehr verstanden. Ich bin super glücklich, dass ich mich noch verbessern konnte, sagte Geiger nach ihrem couragierten zweiten Lauf. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch Rang 9 belegt. Es war die 3. Top-10-Platzierung nacheinander für die 28-Jährige, nachdem sie am Neujahrstag ebenfalls 7. beim Parallelslalom in Oslo geworden war. Seit Semmering geht's bergauf, davor war ein bisschen holprig, aber seitdem kann ich mich nicht beschweren, sagte Geiger. Am Semmering hatte die Allgäuerin Ende Dezember mit Rang 7 im ersten Lauf überzeugt, sich durch ihr unglückliches Ausscheiden im zweiten Lauf aber offenkundig nicht aus der Ruhe bringen lassen. Seitdem ist das Vertrauen wieder da, sagt Geiger, es läuft einfach gerade, ich nehme es gerne so hin und trainiere fleißig, ich genieße es einfach, dass es gerade gut läuft. Vlhová entzaubert Schifrin im 6. Slalom des WM-Winters, hieß die Siegerin am Ende überraschend nicht Michaela Schifrin. Die Slalom-Königin belegte nach den 5 Saisonerfolgen in ihrer Spezialdisziplin vor 13.400 Zuschauern diesmal Rang 2, 0,15 Sekunden hinter Petra Vlhová, Slowakei, der ein starker zweiter Lauf gelungen war. Auf der Hermann-Meyer-Weltcup-Strecke wurde Katharina Linsberger, Österreich, nachdem Anna Svenlason, Schweden, nachträglich disqualifiziert wurde. Katharina Linsberger, Österreich, 3. Nach der nachträglichen Disqualifikation von Anna Svenlason, Schweden, lag 1,61 Sekunden vor Geiger. Lena Dürr, Germering, erreichte Rang 15. von Sportinformationsdienst.